Hi und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession bei Warframe und heute mit dem lieben Klaus wieder. Ja, der Klaus, der endlich keine beschissene Stimme mehr Ja, hat. Leute, wir haben jetzt wirklich, ich glaube, also mehr als eine Stunde, oder? Haben wir jetzt hier gesessen? Ja, wir haben Und einfach so viel probiert. ey, der Witz ist, das lag gar nicht an seinem Mikro. Es lag scheinbar an TeamSpeak. Keine Ahnung, was da los ist. Wir haben ausprobiert, wir haben Sachen ausprobiert und ich will euch das einmal zeigen, weil vielleicht wisst ihr ja, was das für ein Problem ist. Ich werde euch das einmal dann einspielen. Moment. Kleine Sekunde. Ich muss wieder suchen. So, Achtung, kommt. Okay, sprich mal. Das ist. Das ist. Weiß ich, ich habe mit anderen Leuten auch immer geredet. Ich habe es bei dir vergessen, dass die. Mal. Ja, das ist echt heftig. Also du wirst das gleich merken. So, dann pass auf. Mach jetzt mal das, was du gemacht hast. Also alles zurücksetzen. Mach mal TeamSpeak neu starten. Und dann warten wir einen Moment. Du änderst nichts an den Einstellungen, wenn du reinkommst. Und dann gucken wir, wie sich das anhört, okay? Bis gleich. User disconnected from your channel. So, dauert noch ein bisschen, Klaus. User joined your channel. So, da bist du wieder. Oh, ja. Jetzt sprich einfach ganz viel, damit du das dann später auch selber hörst. Okay, ja. Ich bin halt eigentlich ein Technik-Noob. Ich wüsste halt gar nicht mal, wo ich das genau dafür gleichstellen kann. Weil, Ja. du hast ja vorhin gesagt, es hat ja teilweise funktioniert für einen kurzen Moment, bis es Ja. dann wieder übersteuert war. Du wirst es gleich hören. Rede einfach weiter. Okay. Naja, es ist halt schwierig, Einstellungen zu finden, aber ich weiß nicht, wo ich das, wo halt das genau das Problem ist. Ich weiß auch nicht, was genau das Problem ist, aber das Problem ist, das passiert automatisch scheinbar. Und das wirst du gleich Ja, merken. das ist, da muss ich entweder, wenn sich dein Headset liegt, weiß ich nicht, ob es an der Wir oder können ob das es am gleich mal Rechner. zusammen googeln. Ich werde auch gleich meine KI einschalten, aber ich beende jetzt die Aufnahme und dann schicke ich dir das. Und dann wirst du dir das mal anhören, okay? Okay, ich mache mich halt bereit. Moment, ich weiß nicht, wo ich das ausmache mit der Aufnahme. So, jetzt habt ihr das gehört, Leute. Das ist die Aufnahme, die wir gerade im TS gemacht haben. Und da habt ihr gehört, also am Anfang, wenn er reinkam in den Channel, hörte sich sauber an. Zwar ein bisschen leise, aber man hört keine Übersteuerung. Und mit der Zeit wurde es immer beschissener. Und egal, was er für Einstellungen gemacht hat, ist es jedes Mal so gewesen. Wir waren in den Windows-Einstellungen, wir waren in den TeamSpeak-Einstellungen, wir haben sogar eine KI gefragt. Und alles, was die gesagt hat, hat auch nichts gebracht. Ne? Ja, dann ist es irgendwie, dass mein Rechner keinen Bock mehr auf DeepSpeak hat. Ja, keine Ahnung. Deswegen er das. Auf jeden Fall, jetzt sind wir im Discord und jetzt, also ich höre ihn wunderbar und ich wusste gar nicht, dass das so angenehm sein kann, mit dem Klaus zu quatschen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, ich habe sie viel zu lange leiden lassen. Ja, ey, aber wir wussten es ja nicht. So, jetzt habt ihr auf jeden Fall eine kleine Aufgabe. Falls ihr euch ein bisschen damit auskennt, könnt ihr uns ja mal sagen, woran das liegen kann. Habt ihr eine Ahnung? Es scheint ja dann doch nicht an seinem Klinkeneingang zu liegen, weil das war noch eine I Idee von mir, dass da vielleicht irgendwas kaputt ist. Und aber wenn es doch im Discord funktioniert, dann hat das ja gar nichts mit TeamSpeak zu tun. Wisst ihr, was ich meine? Also mit Mit dem den einen, mit Treibern, dem. also es muss ja, also nochmal, wenn es in Discord funktioniert, kann das mit dem Eingang nichts zu tun haben, sondern muss an TeamSpeak liegen. So. Ja, Ich bin das auch muss schon ich durch. erst verbessern. Wir haben zu viel Zeit damit verbracht gerade. Ich bin einfach durch. Okay, Klausi. So. Bist du bereit? Und wenn ja, Ja. was sollen wir zuerst machen? Sollen wir uns erst irgendwie einspielen? Es gibt viel zu tun. Hast du gesehen? Es gibt Gift from Lotus und Es wir gibt so haben viele Gift. in der Inbox von Baro eine Nachricht, dass er da ist. Ja, und auch von den hier Spastivierser von Formorian. Ah ja, genau. Aber ich glaube, das habe ich schon Deswegen. gemacht. Warte, ich muss aber mal gucken. Okay. Event. Gift of Lotus und Formorian. Ja, doch, aber den. Ach nee, das haben wir nicht gemacht. Das haben wir nicht gemacht. Das ist diese andere Sache. Das ist. Ja, das können wir auch machen. Lass uns zuerst Gift of the Lotus machen. Gut, ich Davon habe. gibt es drei Stück. Nochmal was? Davon gibt es drei Stück.
Für mich zumindest. Mich zwei, warum auch immer. Nein, ich habe noch gar nichts gemacht, aber bei mir sind nur zwei angezeigt. Vielleicht muss man auch erstmal zwei machen, damit irgendwas anderes angezeigt wird. Frage ist jetzt, soll ich weiter den Necros nehmen oder einen anderen Frame nehmen, weil ich habe jetzt keine Booster mehr. Das überlasse ich dir. Okay, brauchst du mit irgendwas Unterstützung? Also willst du einen Frame nehmen, wo du Unterstützung brauchst, dann kann ich einen passenden nehmen. Dann sehen die Leute auch mal was anderes außer den Necros bei mir. Oh, im Moment fällt mir nichts ein, aber wir können erstmal die Gift of the Lotus, weil das sind ja relativ einfache Missionen. Okay. Ist das okay für dich, wenn ich Octavia einfach nehme? Ja, was du willst. Gut, dann die Zenith level ich, Paracelsus lasse ich drin. Ich nehme einfach mal. So. Ich muss nur gucken, ob ich den Leiter habe ich Helios drin zum Scannen. Ist ja eigentlich scheißegal. Der kann jetzt erstmal drin bleiben. So. Ja, ich nehme auch. Ich müsste Helios echt auch öfter mitnehmen. Ich muss auch noch so viel scannen, aber ich vergesse das immer. Und vor allen Dingen mit Necros habe ich immer die Katze dabei, damit auch schön doppelte. Ja, der Booster-Katze. Genau. Die mir eigentlich nie Glück bringt, deshalb habe ich sie so genannt, wie sie heißt. aber ich finde, Octavia braucht einen neuen Anstrich. Ich finde, also mir gefällt das nicht mehr, wie die aussieht. Warte mal. Appearance. Da musst du jetzt leider noch mal kurz durch. Denn das Primary zu ändern. Das Gold ist schon krass. Ich mag's schon. Warte mal. Schwarzes Set. Wir könnten es auch schwarz machen, Leute, und das andere dann. Oha, ja, das könnte gut aussehen. Mhm. So, und die Energie. Oha, ja, das gefällt mir gut. Ich glaube, ich habe etwas gefunden, wie ich das lassen kann. Dann lasse ich jetzt die Farben so und dann gehen wir mal auf die Syandana und kopieren. Sigils Attachment kopieren. Und ich würde gerne mal bei der Paracelsus schauen, ob ich das auch ändern kann. Aus. Jetzt habe ich aber so kacke gemacht. Shit. Aber ist das? Schwarz? Oh, der Rest ist eigentlich okay, glaube ich. Gut, warte das. Attachment. Zack. Ich weiß, ich bin da nervig, ne? Wenn ich die ganze Zeit meine Waffen und so immer anpassen muss, aber. Ist mir wichtig. Das muss so sein, das gehört zum Spiel. Bin noch nicht sicher, ob ich es mag. Aber ich lasse es jetzt erstmal für ein paar Runden so. Gut, wir müssen uns einladen. Leider. Oh. Siehst du los? Ich glaube, es könnte sein, dass er da ist. Der Kollege, der mit uns spielen wollte. Ich warte mal, lass mal gucken. Inbox. Oh ne, ich bin so doof. Warte, Friends. Talk. Hi. Mal gucken, was passiert. Er rammt auf den Blick, der redet offline. Ne, hier steht schon, dass er in den Menüs online ist. Deswegen könnte das sein, dass er antwortet. Oha, es lebt, grüß dich. Ja, guck mal. Ja, schau einer an. Wir wollen zocken und für YouTube schreibe ich jetzt, ne? Ja. Aufnehmen. Bis dabei. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ach so. Warte, ich schreibe jetzt. Ach so, und sorry, sag bitte noch mal,
wie ich dich nennen kann, weil mein Gehirn ist nicht so gut mit Namen. So. Okay, bis 17 Uhr kann er gerne. Das geht ja noch. Gut, wie können wir ihn jetzt adden bei Discord? Kann ich dich bei Discord adden? Einfach Blue. Okay, ich soll den Blue nennen. Dann weißt du Bescheid, bitte. Wir nennen ihn Blue. Blue. Gut. So, und ich werde jetzt wahrscheinlich einmal ganz kurz Warframe ausblenden. Ups, falsche Dings. Spielaufnahme, wo ist das? So, einmal ganz kurz, Leute. Macht euch jetzt nichts draus. Wir müssen jetzt hier, ich will jetzt nicht, dass jeder ihn edit. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre nicht so nice. Das wäre fies. Ja, das tritt aus der Hand. Das kann ich nicht mehr wählen. Mir muss ich einen neuen Discord erstellen? Deine ID oder wie ich dich bei Discord finden kann. So. Gucken wir mal. Leute, das ist jetzt, das war jetzt nicht geplant. Ja, aber dann habt ihr das jetzt live dabei. Ja, das muss mal passieren. Kann ja nicht alles perfekt laufen. Solange kannst du ja schon mal überlegen und den Zuschauern erzählen, was wir vorhaben. Okay, wir machen hier. Zuerst machen wir die Gift of the Lotus. Um wieder ein bisschen reinzukommen in das Spiel, weil ich habe es jetzt, glaube ich, einen Monat nicht mehr gespielt. Das war ungefähr. Jo, dito. Danach können wir immer noch wir wollten ja die Startschaft für dich fertig machen. Dann müssen wir Baron besuchen, schauen, ob wir genug Prime-Zeug zum Verkauf haben. Ansonsten müssen wir Relikte öffnen. Ja, weil sonst müssen wir, sonst sind wir auf dem Trockenen heute, ne, mit Baro. Ja, sonst wollen wir beide. Ja. So, er hat gesagt, also ich habe ihm geschrieben, dann schreib mir bitte deine ID oder wie ich dich finden kann bei Discord. Also mit der Glaskugel. Er sagte, Moment bitte. Warte, ich muss noch was schreiben, weil ich muss ja heute, ich habe das dem Klaus schon erzählt, Leute. Ich erzähle euch das einfach so lange, ja? Also, Storytime. Früher bei mir im Kinderzimmer, in den 90ern, ja? Ich bin alt. In den 90ern, da hat meine Mama uns so gekauft, solche Äste. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind solche schönen, großen, verzwirbelten Äste. Die heißen Korkenzieherhasel oder Korkenzieherweide oder so. Und die haben wir dann immer an die Decke gehangen. Und da war immer Osterdeko dran oder Weihnachtsdeko. Das hing einfach das ganze Jahr da und meine Mama hat da immer was anderes dran gehangen. Und es war mega toll und ich liebte das. Und ja, dann wurde es irgendwann weggeschmissen, ne? Und jetzt finde ich das nirgends. Und es gibt noch irgendwie in solchen Blumenläden mal solche Äste, die du so in eine Vase stecken kannst, aber die sind viel zu klein, um die auf die Decke zu hängen. Also, und die sind schon arschteuer, ja? Also so 7-8 Euro so ein Furzast da, weiß ich nicht, will doch keiner haben. Wie soll ich mir sowas an die Decke machen? Und wenn ich mehrere zusammenbinde, sieht das auch nur scheiße aus. Und ich habe gedacht, ja gut, wie kriege ich sowas jetzt? Da sagten mir die Leute im Blumenladen, ich soll doch beim Baumarkt schauen. Es gibt solche großen Ketten, so, ja, keine Ahnung, die so richtig eigene Gartencenter haben. Und da bin ich in so den modernsten reingegangen, den wir hier haben in Bochum. Und sagen die mir so, ja, früher hatten wir sowas, aber machen wir nicht mehr, weil die Leute sind nicht bereit dafür, 50, 60 Euro auszugeben, weil die arschteuer sind. Und die haben diese kleineren Äste und die sind schon bis 25 Euro und das kauft schon keiner da wohl. Ja, bist du jetzt also am Arsch, wenn du sowas haben willst. Und da habe ich mir gedacht, okay, gucke ich mal bei Kleinanzeigen. Und da habe ich tatsächlich welche gefunden, Leute, die solche Bäume im Garten haben und da was abgesägt haben, weil die entweder den Baum fällen müssen aus irgendwelchen Gründen oder zurückgeschnitten haben. Und ja, da würde ich jetzt gerne nach Wuppertal fahren und was abholen. Das heißt also, ich will um 18.30 Uhr da sein. Das heißt, ich bin später sowieso auch nicht da und dann machen wir quasi eine Aufnahmepause und wenn der Klaus noch danach dabei ist, dann spielen wir dann weiter. Hi Freunde, Nachbearbeitungslemmy hier. Und zwar folgendes Problem. Die Aufnahme ist leider kaputt gegangen. Das heißt also etwa
Eineinhalb Stunden der Aufnahme, die ich mit dem lieben Klaus und mit dem Blue gemacht habe, die sind ohne Bild, weil ich vergessen habe, einen Knopf zu drücken, weil wir so viel Heckmeck hatten und ich wollte nicht, dass ihr irgendwelche Daten von dem Blue seht und deswegen hatte ich das ausgeblendet und nicht wieder eingeblendet. Aber dem war noch nicht genüge, zudem hat OBS die Audiospur geschluckt vom Spiel. Das heißt also, ich habe nur noch die PC-Audiospur, da sind alle drei Spuren zusammen drauf. Bedeutet, dass ich das nicht so gut mixen kann am Ende. Ja, jetzt ist es so, da diese eineinhalb Stunden überhaupt komplett ohne Bild sind, lasse ich sie raus. Leider ist das Material verloren, diese Missionen sind nicht zu sehen. Wir haben in der Zeit die Geschenke von Lotus gemacht, wir haben uns da so ein bisschen kennengelernt gehabt. Ja, es ist jetzt leider ein bisschen doof. Ich weiß nicht, was ich euch da dazu sagen soll. Das andere, was wir so gemacht haben, das war jetzt nicht super sonderlich wichtig. Wir haben jetzt keine krassen Sachen gemacht. Wir haben dann später noch eine Aufnahme gemacht. Die ging dann etwas länger, über 3 Stunden. Da habt ihr dann ein paar Folgen mit uns zusammen, aber also da ist dann auch das Bild zu sehen. Allerdings ist der Ton eben ein bisschen schlecht, weil die 3 Spuren zusammen da sind. Und ja, also nicht getrennt. Ich kann das nicht einzeln abmischen. Ich hoffe, ihr vergebt mir das. Ich habe da irgendwie Mist gebaut. Die Folge ist wirklich wirsch. Ja, ich hoffe, dass das dann in Zukunft jetzt für die nächsten Folgen dann für euch erträglich ist. Ich werde mal schauen, dass ich in OBS das ein bisschen besser zusammensetze, dass mir sowas nicht mehr passieren kann. Ja, danke schön für euer Verständnis und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Bis dann! So Leute, da sind wir wieder, zurück bei Warframe und wir haben jetzt unseren Gast dazu bekommen. Der Blue ist da, kannst du dich ja mal eben vorstellen. Ja, schönen guten Tag, grüßt euch. Ich bin Blauer Skorpion, auf Twitch bin ich Blauer Skorpion und ich versuche den beiden ein bisschen im Chaos zu helfen, dass sie noch weiter untergehen. In dem Sinne. Ja. Nein, wir versuchen einfach mal das, was alles falsch zu machen geht, noch falscher zu machen. So machen wir das. Und ich denke, das kriegen wir hin irgendwie. Ich freue mich total. Also ich bin wirklich mega happy, endlich mal wieder eine Gruppe zu haben quasi. Ne? Also ich meine, ja gut, man ist schon zu zweit eine Gruppe, aber ich sag eher ein Duo, ja. Es ist halt, zu dritt kann man so viel mehr machen, ne? Und ich bin mega glücklich darum. Wir haben uns gerade jetzt schon ein bisschen abgesprochen, deswegen tut der Blue jetzt noch ein bisschen rumkonfigurieren. Und wir machen jetzt, wie abgesprochen, zuerst Gift of Lotus. Hi und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warframe. Heute mit Klaus wieder. Ja, mit dem lieben Klausi. Jawohl. Und ja, also Blue ist heute nicht dabei. Was sagst du, Klaus? Der froh ist, wieder dabei zu sein. Ja. Um mal was unter menschlichen Kontakt sein zu können. Wunderbar. Wir haben auch gerade schon ewig viel gequatscht und kommen gar nicht zum Zocken, weil wir so viel labern. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, jetzt zocken wir wieder. Wir gucken mal. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht wieder wunderbare Dinger verpasst. Ich wollte ja eigentlich eine Ausgrabung machen. Natürlich ist keine da. Ja, die haben wir bestimmt verpasst. Ja, wir haben bestimmt wieder zu viel gelabert. Okay, aber wir haben ja noch 1000 andere Dinge, die wir machen wollten, ne? Genau. Vielleicht. Mach einen Vorschlag. Steelpath, okay. Aber warte mal, war da nicht ein Unterschied? Weil wir hatten ja letztes Mal einen Unterschied bezüglich. Achso, bei Steelpath, ja, hier ist Survival drin. Dann machen wir die. Okay. Willst du. Welches Loadout willst du denn spielen? Möchtest du unsichtbar sein? Möchtest du... Also ich könnte einen Wauban nehmen. Also hier sind Survivals drin, ne? Wir könnten ja campen. Ich werde wahrscheinlich... Wenn ich mal denke... Nimm ich mal den Nekros mit. Kannst du machen. Ich weiß, ich könnte eine Octavia nehmen und dass wir unsichtbar sind die ganze Zeit. Da muss ich aber drauf achten. Dann können wir lange drin bleiben. Oder... Ich nehme einen Wauban, sodass wir irgendwo campen können und dass wir dann einfach, dass da alles automatisch reingezogen wird. Oder ich könnte. Was könnte ich noch machen? Ich denke mal, Wauban wäre eine bessere Alternative, weil ich ja mit Nekros ja immer. Okay. Die Lebensdinger droppe.
Sehr gut, warte, dann machen wir das. Ich hole mal den Bauban ran. Ich glaube, den Leuten habe ich das auch noch gar nicht so richtig gezeigt. Ich glaube, einmal oder so. Oh, jetzt hat das alles noch dieses andere Rot. Jetzt muss ich das wieder abändern. Was? das Rot muss jetzt das andere Rot sein. Das Dunkle, obwohl das ist zu dunkel. Warte. Missive machen wir jetzt aber so. Schwarz und Energie. So. Okay, und jetzt Yandana, zack. Die Guilds gibt's nicht. Attachment, zack. Okay, so, jetzt sieht er wieder fresh aus. Der Wobby. Gut, willst du quasi solo machen oder sollen wir mit anderen zusammenspielen? Ist jetzt so eine riskant, würde ich jetzt mal behaupten, weil die Randoms lassen ja gerne mal. Ja, wenn die rumrennen, dann ist der Spawn weg und so, ne? Das auch. Also solo? Also so. Ja, dann, aber mit solo, ja. Und die Farmen eh nur. Ja, wir wollen eh nur Gold und. Gold, wahrscheinlich Gold. Ja. Gold eben gerade nicht. Wir wollen nur Silberdrops haben, ne? Ja, das ist egal. Machen wir solo. So, willst du denn Lith oder Axie spielen? Es ist ja scheißegal, weil wir eh lange drinne bleiben und es bei über 100 schon anfängt. Was tun die aber? Was bei Axie? Weiß jetzt nicht, habe ich genügend Axie, weil ich hatte da mal Probleme. Ja, dann lass mal lieber Lith spielen, da hast du ja bestimmt genug, ne? Ja, aber noch mal kurz, ich schaue. Axie-Relikte habe ich auch. Genügend, ja, habe ich. Können wir machen, was wir wollen. Ey, wo kann man eigentlich seine Relikte alle zählen? Wenn du im Landungsschiff. Ja. Die untere Etage. Richtung hier zum Arsenal läufst. Ja, ach so, hier an der Seite und. An der Seite, ja. Das ist ja Void-Relikt. Aber wo zählt denn die wo steht die Gesamtzahl der Relikte, die ich habe? Da hast du alle. Oben, links, die. Leiste hier, kannst du ja auswählen, welche Relikte. Der alle? Ja, aber ich meine, gibt es eine Stelle, wo gezählt wird, wie viele Relikte ich insgesamt habe? Nicht, dass ich wüsste. Schade, weil das hätte mich interessiert, weißt du? Ich hab's gerade an der Zahl gesehen, dass ich da. Also hier steht, es gibt zum Beispiel 149 verschiedene Lith-Relikte. Davon habe ich 78 in meinem Inventar, ne? Aber wie viele ich doppelt habe davon, steht da nicht. Nein. Das wäre das, was mich interessiert, weißt du? Ja, genau. Das hätte mich jetzt interessiert. Schade, okay, dann weiß ich aber trotzdem Bescheid. Dankeschön. So. Dann Survival. Wir nehmen. Was nehme ich denn? Irgendeinen Müll. Komm, hier ist egal. Das. Bin immer das, wovon ich gerade am meisten habe. Ja, ich habe teilweise auch am meisten von solchen, in Anführungsstrichen, damals selteneren Relikten, von diesen alten Sachen. Deswegen weiß ich nicht. Ich habe das damals so lange gefarmt, bis ich über 50 oder so hatte dann von einem Relikt, ne? Ja, die sind jetzt. Wenn ich was so viel macht. Willst du direkt hier bleiben? Sieht gut aus. Wir könnten. Oder von dem Raum, den abzweigen, was kommen kann. Guck dir das an. Ja, das ist. So läuft es perfekt. Ja. Ich
frag mich nur, warum wir jetzt nicht... Ah, jetzt. Ich wollte die Zeit verlängern, weißt du? Ja, guck mal, da haben wir auf einmal schon die Relikte zusammen, ne? So, wie hoch kann ich das denn casten? Ich bin jetzt bei 260 Sekunden. Sind die schon... Ich glaube, mehr geht nicht. So, warte, ich mache jetzt hier auch mal ein bisschen Damage rein. Wie das aussieht, ne? Können gar nichts machen, aber. Ja gut, das heißt, wie die jetzt muss. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Da kannst du auch mal hier nach da hinten so, hier, zack. Und dann wird der Loot rangezogen, siehst du? Also ich kann auch die da hinten abschießen, ist auch kein Thema. Dann ist es lustiger, wenn die einfach so rangezogen werden. Ja. Guck mal. Da sind wir noch nichts hin. Ja, hör mal, nice. So, Spiegelcape habe ich vergessen hier. Da kommt mehr Energie raus, weißt du? Ja, Energie kaufen. Mal die Eximus da hinten zwischendurch platt, ja? Weil die sonst hier uns ein bisschen blockieren. Oh, ich glaube, ich darf jetzt schon ins Falsche immer rein. Ich treffe nicht mehr das richtige Ding. Warte mal, ich schmeiß mal hier noch einen hin, damit die ein bisschen schneller rangezogen werden. Das ist einfach, wie man Warfare spielt, wenn man es richtig spielt. Ja. Hammer. So, der wird sich davon wahrscheinlich nicht beeindrucken lassen, der Typ. Eher weniger. Ja, er ist trotzdem kaputt. Er ist reingelaufen wie... Ja, was willst du machen, hör mal? So, ich mach mal hier einen neuen Haufen. Die mit ihrem Schild da rumballern. Was ist denn jetzt passiert? Ach so. Müllfeld. Ach, guck mal. Atlas. Okay, was jetzt? Irgendein Müll, ne? Ja.
Dann kannst du immer wegklauen. Oh, meine Katze hat sich hingelegt. Warte, ich mach mal kurz hier so ein Ding an. Oh, jetzt habe ich mich hingelegt. Ich wollte mal ein Nickerchen machen. Meinst du, kannst du mich aufheben? Ja. Oh, pass auf, dass du nicht abpackst. Ah, oh, Mann, ich bin Niklas. So schnell wird das passiert, das hier nicht. Mit dem Nürnfeld will ich dir jetzt mal. Ja, wir müssen die scheinbar doch ein bisschen von weiter weg abschießen, ne? Ich kann mich um die Müllfelder kümmern. Okay. Wenn eins kommt. Hä? Warum bin ich jetzt abgekackt? Was ist denn jetzt das Problem? Zu viel Damage oder sowas? Ja, wovon? Hier ist doch nichts. Ah, das ist doch. Ein dummes Müllfeld. Hä, jetzt ist schon wieder ihr Müllfeld. Und wie kann ich das nicht? Was ist denn das Lilane, was die immer auf mich casten? Das ist dieser Eximus, der Energy Leech Eximus. Es ist schon wieder irgendwas Müllfeldmäßiges passiert. Und manchmal sind die vom Bug. Ich hab die ganze Zeit aufgehalten, aber es ist nicht. Heil ich nicht. Ah, hier, guck mal, die werden rangezogen und dann machen die ihr Feld in der Kugel auf. Warum werden die rangezogen, wo es Nullfelder sind? Das macht gar keinen Sinn. Gerade keine Energie. So. Hast du Energieplatte? Nein, ich wollte nur Dings legen. Aber Life Support geht runter, weil wir gerade am Abkacken waren. Jetzt ist schon wieder im Arsch. Ich sammle die mal, was da rumliegen. Bin ich aber echt ein bisschen baff, dass das so scheiße wird. Life Support ist wieder ein bisschen höher. Ja. Höhe war wegen dem Müllfeld und ich habe vergessen, meine Reisen nochmal zu aktivieren. Kann sein. Wir müssen schauen, dass die rangezogen werden, auch regelmäßig sterben. Vielleicht ist das auch ein Problem. Ja, das. Müllfeld. Ein bisschen nervig, dass so viele Müllfelder auftauchen. Jo. Wieder Nullfeld. Moment, bin ich
hinter ist. Allein. Dass ich auch ein bisschen nah drauf schießt. Ich hab die ganze Zeit drauf geschossen. Ja, guck mal, zwei silberne, das ist schon mal gut, ne? Ja, ja. Was ist das da? Unidentified Item, was soll das sein? Von den Akolyten. Mhm. Du weißt ja noch nicht, welche Arkane das ist, was du da bekommst. Okay. Gut, dann. Was ist denn jetzt los? Nein, geht nicht. Das wird mich doch killen. Oder bleib ich jetzt da hinten hängen? Ich geh mal ganz kurz hier mir ein bisschen Energie holen. Okay, ich mache jetzt nicht mehr so viele Dinger da rein, weil irgendwie machen die sowieso die ganze Zeit das kaputt, so wie jetzt. Aber ich krieg richtig aufs Maul. Ich muss da Nikos auch ein bisschen besser machen. Haben die Brammer noch weiter genervt? Weil jetzt macht sie echt wenig Damage im Vergleich, ne? Nicht, dass ich wüsste. Man hat da wahrscheinlich mit der Feedback zu tun, weil da die Gegner ja deutlich mehr raus hatten. Hm. Und wieder Neufeld. Ich habe vorher doch auch die Dings viel schneller kaputt gekriegt, die Akolyten. Das dauert doch jetzt auch viel länger. Und wieder liege ich auf dem Rücken. So die perfekte. Eigentlich schon. Ja. Aber was ist da los? Das war vorher nicht so. Hallo, ich verstehe nicht, warum ich manchmal nicht laufe. Das blockiert einfach. Kann dann einfach nicht gehen. Das ist das Problem oder ist es? Wenn ich W drücke, bleibt er einfach stehen. Ja, das ist kacke. Würde ich den Knopf nicht drücken oder so, weißt du? Aber meine Tastatur ist nicht im Arsch, das weiß ich. Jetzt ist auch komisch. Jetzt zeigt er mir an, dass hier noch ein Vortex aktiv ist. Ah, jetzt.
Alter, die haben schon das Ding kaputt gemacht, ne? Was ist denn?